Hallo. So, jetzt möchte ich einen kleinen Screencast darüber machen, wie man in den Scrivener Compile-Optionen Absatzeinrückungen festlegt, so dass das fertige Dokument im Endeffekt dann jeder Absatz etwas eingerückt ist. Wie so oft bei Google muss ich das nicht hier im Text selbst festlegen. Also ich muss nicht hier hingehen und jeden Absatz einzeln einrücken oder halt über den Ruler hier oben die Absätze einrücken, sondern ich mache das erst ganz zum Schluss, wenn ich das Dokument ausgebe und die Einzeldokumente eines Scrivener-Projekts zusammensetze. Um das erstmal ganz einfach exemplarisch zu zeigen, also ich habe hier ein relativ flaches Dokument mit zwei Ordnerdokumenten, mehreren normalen Dokumenten und zwei Dokumentenstapeln. Und ich möchte jetzt erstmal in jedem normalen Dokument die Absätze einrücken. Dazu gehe ich hier auf den Reiter Formatting in der Compile-Ansicht, gehe auf die, klicke das normale Dokument an und gehe dann hier auf Modify. Und hier habe ich jetzt den Text schon markiert, den Textbereich. Und jetzt möchte ich den Text, die erste Zeile jedes Absatzes um etwa einen Zentimeter einrücken. Also dazu greife ich hier oben am Ruler das obere Dreieck und ziehe es einfach ein Stück nach rechts. So. Und wenn ich mir jetzt die Vorschau anzeigen lasse, dann sehe ich, hier sind die einzelnen Absätze eingerückt. So. Ich hatte jetzt hier bei dem Dokument das Problem, oder ich denke, das haben relativ viele von euch auch. Und zwar sollen einzelne Absätze eingerückt sein, aber der erste Absatz ist üblicherweise, wenn man ein Manuskript formatiert, nicht eingerückt. Deswegen bin ich hingegangen und habe den allerersten Absatz in das Ordnerdokument hineinkopiert. Und formatiere das Ordnerdokument eben ohne Absatzeinrückung. So. Was, wenn ich jetzt aber noch zwei verschiedene Arten von Einrückungen brauche? Beispielsweise hier in den Stapeldokumenten habe ich Literaturverweise. Und die möchte ich normalerweise anders eingerückt haben, nämlich so, dass die zweite Zeile ein bisschen eingerückt ist von einem solchen Dokumentenverweis statt die erste Zeile. Also so soll das im Endeffekt aussehen. Und das geht hier im Compile auch ganz gut, weil ich, wie gesagt, ich habe die Bibliografie jeweils als Stapeldokument, also als Dokumententyp Stapeldokument angelegt. Und dann gehe ich hier in den Compile-Optionen beim Formatting eben auch wieder auf Modify, greife hier das untere Dreieck beim Ruler. Okay, ich habe vergessen, erst den Text anzuklicken. So, greife jetzt das untere Dreieck. So. Und schon
wird immer die zweite Zeile eines Absatzes eingerückt. Oder nicht nur die zweite Zeile, sondern die zweite und alle folgenden Zeilen eines Absatzes. Und wenn ich mir dann jetzt hier die Vorschau auszeige, also hier sehe ich, der erste, allererste Absatz des Dokuments ist nicht eingerückt, der zweite ist eingerückt. Wenn ich jetzt weiter nach unten scrolle und bis zur Bibliografie komme, dann sieht man hier, die erste Zeile eines Absatzes ist nicht eingerückt, aber die folgenden Zeilen sind immer eingerückt, sodass die Bibliografie schön übersichtlich bleibt. So. Und das war es auch schon zum Einrücken.